Fit und schön, das ist gefragt. Bodystyling ist der große Hit. Bodybuilding ist out. In einem Monat zum Mr. Universum. Diese Art von Werbung ist längst vorbei. Fit, aber ohne Muskelberge. Das ist angesagt. Bei jung und alt. Und mit der Kundschaft ist auch die Branche kräftig gewachsen. 170 Studios gibt es heute im Hamburger Raum. Der Konkurrenzkampf ist hart. Wer den Kampf um die Kunden gewinnen will, muss werben, zum Beispiel auf der Straße. Wie der Sportinfodienst. Per Gutschein soll der schwere Sport unters Volk gebracht werden. Doch halt, die Werbung ist irreführend. Von einem objektiven Test keine Rede, auch von optimaler Vermittlung keine Spur. Und neu ist er auch nicht. Den Sportinfodienst gibt es schon länger, zum Leidwesen der Branche. Die hat bereits vor knapp 2 Jahren festgestellt, dass es mit der Objektivität des Sportinfodienstes nicht weit her ist. Es wusste also keiner von meinen Branchenkollegen von diesem Sportinfodienst. Es wurde also keiner getestet. Und aus sämtlichen Stadtteilen haben wir anrufen lassen. Und es wurde immer nur ein Sportstudio empfohlen, Sandokan. Und dann nachher als Alternative, das war so 3-4 Tage später, kam noch das Saitama hinzu. Sonst wurde also kein Sportstudio empfohlen in ganz Hamburg. Eine Abmahnung stoppte den Sportinfodienst nicht. Denn dort will man nichts Unseriöses an der Werbeaktion erkennen. Die eigene Objektivität wird nicht bezweifelt. Aber wie viele Sportschulen wurden wirklich getestet? Ich schätze weit über die Hälfte. Unter getestet müssen Sie folgendermaßen verstehen. Ich kenne die meisten Schulen persönlich. Und ich schaue selbst in die Schulen rein, gucke mir mal Publikum an, Raumgrößen. Mit wie vielen Sportschulen im Hamburger Raum arbeiten Sie denn direkt zusammen? Wir haben Provisionsvereinbarungen mit 6 Sportschulen in Hamburg. Nur wir vermitteln für mehrere Schulen. Nur von wenigen Schulen kassiert der Sportinfodienst also Provision für die Vermittlung von Kunden. Von der Werbeaktion profitiert damit nur ein sehr kleiner Teil der Branche. Eine Vermittlung an andere Schulen ohne Provision, die mag es zwar in einigen Fällen geben, doch feststeht, die Werbung des Sportinfodienstes hält nicht, was sie verspricht. Das meint auch Pro Honore und hat bereits abgemahnt. Die Werbung greift meines Erachtens in sittenwidriger Weise in den Wettbewerb unter den Sportschulen ein. Sie suggeriert dem Verbraucher, dass hier ein objektiv neutraler Test unter anerkannten Kriterien stattgefunden hat. In Wirklichkeit werden nur bestimmte Sportschulen empfohlen. Und das ist eben eine Werbung, die nicht mehr gestattet ist. Sittenwidrig auch der Firmenname. Sportinfodienst. Das vermittelt Unabhängigkeit und Objektivität. Wer denkt dabei nicht gleich an den Sportinformationsdienst, eine Nachrichtenagentur für den Sport? Mit Klage auf Unterlassung wurde hier bereits gedroht. Irreführend auch die Werbung mit dem Gutschein für eine Probestunde. Hier wird der Eindruck erweckt, dies sei normalerweise nicht der Fall. Kostenlose Beratung und Probestunde sind aber in der Branche durchaus nichts Ungewöhnliches. Wer noch nie in einem Sportstudio gewesen ist, fällt auf so eine Werbung leicht herein. Gibt es ein Zurück, wenn der Vertrag schon unterschrieben ist? Der Verbraucher kann im Falle irreführender und falscher Werbung von einem abgeschlossenen Vertrag zurücktreten. Er sollte diese Mitteilung der Sportschule unverzüglich zur Kenntnis bringen. Und im Falle von Schwierigkeiten kann er sich an Pro Honore wenden. Oder er sollte an die öffentliche Rechtsauskunftsstelle gehen. Werbemethoden wie diese schaden der gesamten Branche. Viele Fitnessschulen bangen deshalb um die Kunden. Denn wenn die wegbleiben, dann geht auch den Studios bald die Puste aus. Was tun, wenn der Sportinfotipp nicht in Ordnung ist? Nun ganz einfach Hamburger Journal sehen, da kriegen Sie den richtigen Tipp. Unser Verbrauchertipp heute zum Thema Sportschulen von Claudia Thüring. Und was brauchen wir jetzt? Jetzt brauchen wir Verbrauchertipps. Stark geboren wird keiner. Dafür muss trainiert werden. Doch erst muss das richtige Fitnessstudio gefunden werden. Und das ist gar nicht so einfach, denn die Auswahl ist groß.
Wer nicht an das falsche Studio geraten will, sollte mindestens 1 bis 2 Probestunden in verschiedenen Studios machen. Ohne Probestunde kein Vertrag, denn ist der erst einmal abgeschlossen, gibt es so schnell kein Zurück mehr. Den Vertrag auch nicht gleich in der Sportschule unterschreiben, sondern vorher gründlich zu Hause durchlesen. Ein Gespräch mit Mitgliedern ist wichtig, denn da kann man schnell erfahren, ob die Schule ihren Preis wert ist und ob einem das Publikum gefällt. Denn nicht nur beim Sport will man sich gut unterhalten. Nicht jeder will ausschließlich allein an Geräten trainieren. Viele Studios bieten Gruppenkurse gleich mit an. Von Aerobic bis Taekwondo, die Auswahl ist groß. Werden Sie sich deshalb darüber klar, was Sie machen wollen. Aber das Studio sollte nicht allzu weit entfernt sein. Denn das macht die Entscheidung nur schwerer, regelmäßig zum Sport zu gehen. Schließlich ist das Training harte Arbeit. Wer neu in eine Fitnessschule kommt, sollte sich nicht gleich langfristig binden. Denn trotz Probestunde, der erste Eindruck kann trügen. Gerade was die Betreuung durch Trainer angeht. Und nach dem Beitritt gilt, wer Kritik hat, muss sie sofort vorbringen. Nur dann kommt man schnell aus dem Vertrag wieder heraus.